Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von RimWorld. Weiter geht's. Wo geht's weiter? Wie geht's weiter? Das ist die Frage. Er ist immer noch dran, irgendwie hier vorwärts zu kommen mit seinem sozialen. Tja, wir bräuchten eigentlich sowas wie ein Tisch, ein Table, ein Gegenstand, wo die Leute Sachen lernen könnten. Mit Waffen haben wir das. Mit anderen Sachen haben wir das leider noch nicht. Wie lange müssen wir das denn noch haben? Noch 3 Tage? Oh ne. Wurde vor 3 Tagen angenommen. Alles klar, wir haben das also noch ein paar Tage. Okay. Gut, was machen wir denn jetzt? Also, wir haben mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wir haben ja wirklich schon sehr viel geforscht, merke ich gerade. Alter Schwede. Damit habe ich jetzt gar nicht so gedacht. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Ich würde gerne. Was ist denn das? Ach, das sind diese großen Flieger. Die gab es ja auch noch. Stimmt ja, die gab es ja auch noch. Die habe ich ja ganz vergessen. Warum hatten wir den nicht sogar gekauft? Wait a minute. Oxy. Nee, doch nicht. Oder? Okay, egal. Ich dachte, ich hätte den gekauft. habe ich aber nicht. Carry? Nee. Hier vielleicht drin? Auch nicht. Nee. Entschuldigung. Schade eigentlich. Okay, aber wir könnten diese Forschung mal eben antreiben. Und zwar das Ding da. Wir forschen das mal ganz kurz. Dürfte auch relativ zügig eigentlich gehen. Damit haben wir nämlich nochmal ein besseres Ding als das da. Der ist geil, auf jeden Fall. Aber die sind halt natürlich nochmal um Längen geiler. Nicht nur, dass die eine größere Reichweite haben, sondern da haben wir nochmal ein Cargo höher. Genau. Ich glaube, er hatte hier den höchsten Cargo von denen. Reichweite 25. Okay, wir gucken gleich mal. Wir lassen die mal eben durchforschen. Und dann sollten wir... Was ist denn hier los? Warum ist denn er so sauer? Warum war er denn jetzt so sauer, Mann? Ein bisschen mad, der Kleine, ein bisschen mad. Warum auch immer. So, die Forschung. Oh ja, die Forschung läuft. Die erforschen jetzt gerade erstmal hier die ganzen Stationen, wie man uns schwer erkennen kann. Hightech-Teile hat er auch schon durch. Das geht relativ zügig. So, oh, hoppala. Die Felder sind auch inzwischen schon fertig. Wachstumsrate 500%, 500%, 300%. Und was hat Mais? 500. Sehr gut. Sehr gut. Okay, dann läuft das ja auch mehr oder weniger. Wir haben die Forschung abgeschlossen. Dann holen wir uns mal den Carrier. Da ist er. Das ist der Standard. So, den bauen wir mal ganz kurz hier hin. Und gucken mal weiter. Die anderen dürfen wir leider noch nicht. Wie gesagt, da fehlt uns die Forschung. Da werden wir uns dann direkt im Anschluss drum kümmern, wenn das Ding hier gebaut ist.
Da müssen wir mal ganz kurz hier hinlaufen oder fliegen, gucken. Wir haben nämlich keine Bauteile mehr, weil uns wirklich Gold fehlt, ne? Also wir müssten einfach mal gucken, dass wir irgendwo Gold herbekommen. Also der nächste. Habe ich denn letztes Mal so viel Gold verkauft? Was wir noch machen könnten, ist diese Deep-Ore-Gedrisse. Damit können wir. Ne, mit denen nicht. Mit irgendeinem konnten wir doch, glaube ich, auch. Warte mal, intelligenter Assembler? Wait a minute. Kannst du das Ding mal forschen? Könnte er vielleicht doch zugreifen auf die Dinger? Projekt Rimworld Factory. Die müssten das doch auch sein. Ja. Könnte es sein, dass die da drauf zugreifen können? New Assembler, bla bla bla, Speed over Time. Okay, wir gucken mal, ob die das könnten. Also das hier, was ich die ganze Zeit möchte. Wir gucken mal, wir gucken mal. So, wir brauchen Gold. Auf alle Fälle bräuchten wir Gold. Diese Do Deep Storage, die würde ich auf euch reden, trotzdem gerne mal machen. Und zwar, wir gehen mal ganz kurz hier rein und dann gucken wir mal, wo die Dinger denn hier sind. Das sind die Plasma Drill. Was kann denn ein Plasma Drill zum Henker? Wir bauen den mal ganz kurz auf. Kann der. Oh ja, der hat auch noch alle anderen Möglichkeiten. Jo. Okay, dann bauen wir da vielleicht noch einen von. Und noch einen. Und noch einen. So. Hat er jetzt erstmal was zu tun hier? Oh. Wir haben den ersten. Das erste Pferdchen. Oder schon das zweite? Ne, das erste Pferdchen haben wir. Wir haben tatsächlich das erste Pferdchen. Sehr cool. So. Okay, okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Was er jetzt von mir will. Ich kann doch jetzt nicht nur Stahl hier machen, oder? Also doch, könnte ich schon, aber ich möchte das nicht. Ich würde ja gerne schon noch die anderen Sachen da. Speed 5 von B-Places. Injection Generally, bla bla bla. Okay, warte mal. Was machen wir denn da jetzt am besten? Ich kann ja nicht einfach so machen, so machen und so machen. Also doch, könnte ich schon, aber. Kriege ich jetzt die ganze Zeit Stahl raus und was soll ich mit dem ganzen Zeug? So, also das ist noch ein bisschen unausgereift. Das ist noch ein bisschen unausgereift, meine Freunde. Ich muss hier nochmal eben was ausmachen. Nicht im Gehege. Sonst reiten die hier wieder mit den Biestern rum. Das wollen wir ja nicht. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Ah ne, warte mal. Er hat ja eben hier, warte mal, Speed 50 bis 100. Gut, dann machen wir mal Vollpower. Und mal gucken. Und jetzt da war dann. Was machen? Okay, kommt da jetzt was anderes raus, außer das? Irgendwie ist das noch ein bisschen komisch. Er sagt hier zwar, er könnte. Aber wie? Er hat eine Chance von 5%. Ja, das ist ja utopisch. So. Also wir haben ja Strom. Ah, okay, jetzt ist einmal mit Gold mit rausgekommen, aber das ist ja. Dann habe ich ja hier irgendwann so viel Stahl liegen. Was soll ich mit dem ganzen Stahl? Also, mal ganz ehrlich, was soll ich mit dem ganzen Stahl? Ja, da kommt jetzt ein bisschen Jade mit raus, ein bisschen dies mit raus.
bisschen das mit raus. Also dann baue ich mir hier unten lieber nochmal 20 neue Server, als dass ich das hier laufen lasse. Also das ist ja okay, das ist cool, ne? Aber es bringt mir halt so gar nichts. Also wirklich nichts. Glückwunsch, deine Wissenschaftler hat gerade ein Projekt fertiggestellt, wodurch deine Kolonie weiterentwickelt hat. Das neue Technologie-Level ist Ultra. Okay. Ja, also hier haben wir jetzt dasselbe Beispiel, ne? Also ich mache jetzt den da, das. So, hier machen wir auch das. Und gehen hier in den Overlord rein. Also, wie gesagt, von dem Strom haben wir ja genug. Also das ist ja jetzt nicht das Problem, aber wir brauchen halt die anderen Produkte. So, und also dann baue ich lieber hier nochmal eine Reihe Server rein. Und dann ist gut. Ne? Also dann würde ich doch hier unten nochmal so eine Reihe Server hinballen. Und so. Und lass nochmal hier Glitzer-Server bauen. Und dann ist gut. Glitzer-Server hier, 100 Stück. Und ab die Fahrt. So, dann habe ich doch einen höheren Nährwert als das. So, dann. Nee, das nicht, sondern das. Klack. Klack. Können wir die nicht sogar. Copy Settings. Ne, das geht leider nicht. Gut, dann machen wir so weiter. Ist ja jetzt auch nicht das Problem. Jeder kriegt einen Glitzer-Server hier. Jeder Server kriegt einen Glitzer-Server. So, da fehlt noch einer. Okay, die ist auch da. Hoppala, das war einer zu viel. So. Die müssen da alle rein. So, okay. Und dann gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen Gold bekommen. Ja, wie gesagt, das ist hier halt, das finde ich jetzt gerade Blödsinn. Naja. Ihr kannst nichts machen. So, wir machen das da. Den lassen wir mal ganz kurz hier zusammenbauen. Hier schmeißen wir dann gleich alles rein, sobald wir hier... Hallo? Verbleibende Arbeit 3. Aber warum kommt denn keine Arbeiten? Hallo? Ah, das war wieder der Langsame. Mhm. Input in alles. Und dann geben wir das darum. Kann man die nicht andersrum drehen? Nee. So, und er muss auch noch da rein. Klack. So, dann haben wir nämlich damit auch kein Problem mehr. Und alles geht da direkt rein. Wir haben ein nächstes Tier gezähmt. Yippie, der Hengst ist jetzt auch da. Das ist gut. Dann können wir den auch direkt einstellen. Dann hätten wir eine Stute, einen Hengst. Also auch da ist die Vermehrung gesichert. Sobald das Vieh drin ist, werden wir auch hier direkt einstellen. Achso, jetzt läuft es erstmal wieder weg, weil da rumgeballert wird. Man kennt es. So, und hiermit darf nicht geritten werden, habe ich gesagt. Hallo. Zurück, Marsch. So. Stopp. Nein. Runter von dem Gaul. Runter von dem Gaul. Wo war denn das? War das nicht hier? Eigentlich war das... Hä? Wait a minute. Wo war denn das? Muss ich den Gaul anhämmern? Nee. Warum steigst du nicht ab? Warte mal, wo war denn das? Bin ich jetzt blöd? Ja, bin ich. Hundertprozentig. Aber war hier nicht mal eine Taste absteigen? Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Moment. Kann man das hier drüber machen? Nein. Hä? Nutze nahe. Aha. Ich bin gerade leicht verwirrt. Also nicht nur leicht, sondern mittelstark. Ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass man... Okay, dann lauf halt mit dem Gaul rum. Ist mir jetzt auch egal. So.
Jetzt stehst du nämlich hier blöd in der Gegend rum. Und wirst jetzt gleich nach oben verfrachtet. So, zwei haben wir auf jeden Fall. Das heißt also, wir haben auf jeden Fall jetzt wir können jetzt die vermehren. Sobald es jetzt gleich wieder zurückgeschleppt wird. Läuft jetzt nämlich hier gerade so ein bisschen in der Gegend rum. Das ist nicht gut. Okay. Jetzt reitet es doch noch damit rum. Warum tut es das? Nicht im Gehege, ja. Warum bist du denn nicht im Gehege? Das ist die Frage. Warum läufst du jetzt... Ach komm, ist mir auch egal. Lass das laufen. Lass das laufen. So, wir gucken noch nach dem hier. Und zwar, wir hatten ja jetzt diesen Autominer, nee. Overclock, nee. Ist der hier drin? Industrieautomation, nee. 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 Ist das der gewesen? Uff. Der sieht heftig aus. Aber war der das? Wir gucken nochmal ganz kurz in die Forschung rein. Und zwar hatten wir ja gesagt, der hier und der hier. Das war er. Das war er tatsächlich, den ich jetzt gerade rausgeguckt habe. Den würde ich jetzt mal ganz kurz auswärts hinstellen. Hier. Ich möchte jetzt eigentlich nur wissen, was kann es und was kann es nicht. So, ihn müssen wir auch einmal hinstellen. Und den stellen wir mal ganz kurz hier hin. Hierfür bräuchten wir jetzt ein Audio-Tape. Audio-Tape könnten wir, glaube ich, hier bauen. Jo, ich hätte gerne 10 Stück im Soll. So, wir spulen ein bisschen vor, dass wir es hinbekommen. Er müsste schon gebaut sein, genau. Er ist schon gebaut. So. Aufgabe hinzufügen, genau. Er braucht nämlich jetzt dieses Audio-Tape. Das, was wir dann hier machen. Genau. Jetzt können wir nämlich hier ein Rezept uns aufsuchen, was er dann oben bauen soll. Und ich würde gerne ihn hier machen. So. Okay. Er hat das jetzt gelernt. Er kann alles. Wie viel kann der denn lernen? Kann der noch mehr lernen? Wait. Moment, kann der noch mehr lernen? Oh. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, dann lerne das bitte noch und lerne das bitte noch und turn steel into gold. Ja, mach das noch bitte. Dann den Glitter Service bitte noch. So. Kann der das alles? Also, das wäre geil. Das wäre geil. Okay, wir spulen ein bisschen vor, dass wir das noch in dieser Folge noch hinbekommen. Ich würde das gerne nämlich dann auch zeigen und gucken, ob das überhaupt so funktioniert, was wir hier vorhaben. Das ist ja auch immer die Frage. Aber das wäre ja schon mega cool, wenn das funktionieren würde, oder? So, wir sind fast fertig. Oh, wir haben eine neue Begegnung. Irgendwas wird hier gerade generiert. Das heißt... Okay. So. Das, was ich mir fast gedacht habe, ist leider nämlich nicht passiert. Die haben nicht die Sachen genommen und haben sie aufgestellt. Das ist schade. Das ist schade. So. Dann gehst du nochmal ganz kurz da rein. Ich möchte wissen, wo haben die Sachen überhaupt hingeschmissen? Die müssten doch eigentlich hier irgendwo liegen. Also sie nehmen auf jeden Fall nicht, wenn ich den Achso, das sind Mechs. Das sind Mechs. Wir müssen aufpassen. Das sind Mechs. Das sind Mechs. Wir sollten hier auf jeden Fall aufpassen. So, warte mal, die müssen wir langsam ein bisschen verschieben.
Das ist nämlich ein Mesh, der aber nicht getroffen wird. Die haben den bis jetzt noch nicht einmal getroffen, oder was? Alter Schwede. Ja, wie schlecht kann man denn zielen? Okay, ich finde das schade jetzt gerade tatsächlich, dass die nicht drinnen haben. Also die Verteidigungsdinger. Ich habe das jetzt wirklich gehofft, dass die Verteidigungsdinger auch hier aufbauen. Also das, was wir dahin verschickt haben, dass das mit aufgenommen wird. So, da kommt ein ganz kleiner angerollt. Okay, der ist down. Okay, der hat eine sehr weite Range. Wir sollten vielleicht ihn da zuerst weghämmern. Vor ihm habe ich eigentlich am meisten Angst. Okay. Gut, er ist weg. Das ist gut. Oh, 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 oh. Weg da. Sorry, aber da müsst ihr mal ganz schnell weg. Und es wäre schön, wenn ihr einmal treffen würdet. Okay, wir haben scheinbar gewonnen. Das ist auch interessant. Okay. Ja gut, wir haben scheinbar gewonnen. So, wie sieht es hier aus? Er macht gerade noch Dinge. Also werden wir es doch in der nächsten Folge erst zeigen können und hoffen, dass es dann funktioniert, was ich vorhab. Ich sage bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.